bevor das Video startet, folgt mir gern auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links alle in der Kanalbeschreibung und unter jedem Video. Würde mich sehr freuen. Lasst mich auf Twitch die 100 Follower voll machen. Lasst mich auf TikTok die 1000 Follower voll machen. Und ja, jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder eine Map. Und zwar ist es diese hier. Plus 200 Very Easy Level Death Run Map. Natürlich wieder im privaten Match, denn ich möchte alleine spielen. Außerdem Mapcode gibt es in der Videobeschreibung, Standard bei mir, damit ihr die Maps selber spielen könnt, wenn ihr wollt. Und ja, wir schauen, wie die Map ist. Es soll wieder XP für den Season Pass geben, da bin ich gespannt. Viele schreiben das ein, aber es gibt keine XP. Das ist dann einfach nur, wie soll ich sagen, scheiße. Einfach nur anlocken von Leuten, damit man die Map spielt. Und ihr seht es hier, Earn Battle Pass XP. Ja, viele schreiben das dazu, aber ob das dann auch stimmt, ist die andere Frage. Wenn es nicht stimmt, dass man keine XP kriegt, ist es wieder ein Creator, der einfach nur Leute anlocken will, die die Map spielen. Sowas mag ich überhaupt nicht. So, ohne lang zu schnacken, wir starten rein. Darauf erstmal einen Schluck Kaffee. Wen es stört, dass ich nebenbei Kaffee trinke. Tschüssikowski, geh auf den anderen Kanal. Okay. Haben wir Münzen? 18. Wir haben 18 Münzen. Habe ich die Map schon mal gespielt? Ich weiß es nicht. Kann sein. Und XP? Keine XP, okay. Da bin ich mal gespannt. Wann wird es hier XP geben? Wir sind bei 6 und oben bei erster wird 12 angezeigt. Okay. Creepy. Oh nein. Okay, wir haben es geschafft. So, Level 10, XP. Nein, es gibt immer noch keine XP. Anscheinend war das dann wieder so ein Creator, wie ich sage, die mag ich halt überhaupt nicht. Ich weiß nicht mal, ob man hier sprinten kann. Zeig mal her. Nö, man kann nicht sprinten. Oh! Okay, wenn ich hab das. Ja, ich kenne die Map schon tatsächlich. Die habe ich schon mal mit Dark Offscreen gespielt. Aber egal, wir spielen sie jetzt wieder. Das heißt, wir müssen noch 4 Eierle finden. Ich weiß gar nicht, gab es jetzt für die Eier eigentlich XP? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, nicht mit mir. So, gleich haben wir ein Viertel der Map rum. Na komm. Haben wir jetzt ein Viertel rum? Ich weiß es gar nicht. Ich komme mit den Punkten hier gerade gar nicht klar. Nö. Nicht mit mir, Freundchen. Level 35. Okay, wir haben noch kein Viertel rum. Oh, das war knapp. Hallo? So. So.
rein. Was war das? So darf man die Sprünge nicht machen. Okay, die gehen halt noch, diese Wandfallen. Wenn sie an der Decke sind, ist das nervig. Ich habe schon lange kein Ei mehr gefunden. Nein! Ja. So. Au. Ey, da leuchtet's. Ich glaube, das ist ein Ei versteckt. Ja! Da ist ein Ei. Haha, Easter Egg 2. So. Auch immer gerne mal nach unten gucken, da versteckt sich auch gerne was. LOL! Okay. Okay, das hier verstehe ich jetzt nicht. Gibt es nichts, okay. Oh, wir haben es bis rüber geschafft, nice. Nein! Ich hab's kommen sehen. Wir sind bei Level 91, haben wir fast die Hälfte rum hier. Haben wir ja schon fast die Hälfte rum. Und wir haben nur zwei Eier bis jetzt gefunden. Kann sein, dass hier unten irgendwo ein Ei versteckt ist, aber dann ist es mir auch egal tatsächlich. Es gibt aber tatsächlich keine XP, so wie es aussieht. Oder? Wir sammeln mal ein. Nö, keine XP. Okay, dann ist das wieder so ein... Wie soll ich sagen? Ach, ich logge einfach mal ein paar Spiele an, indem ich sage, es gibt XP-Creator. Kann ich überhaupt nicht ab. Das ist überhaupt nicht schön.
130. Okay. Es ist wirklich einfach gemacht hier, das die Level. Also, ja, ist selbst was für blutige Anfänger. Ei war hier keins, okay. Ja, ich bin nicht doof, da war eine Falle. Okay, so nicht. Sag mal, war da unten ein Ei? Nö. Da drin war auch keins, okay. Und die habe ich nicht berührt. Ihr habt es ganz genau gesehen, ich habe sie nicht berührt. Da ist ein Ei. Wie viele Eier habe ich jetzt schon? Okay, im Real Life habe ich 2. Versteht sich von selbst. Aber wie viel habe ich hier jetzt schon gesammelt? Ich habe den Überblick verloren. Wir sind fast durch. Ich wüsste eigentlich schon, wie viele Eier habe ich? 3? Hm. Werden wir ja am Ende sehen. Oha! Okay. Hier nicht, hier muss ich auch springen. So. Ich hab das eiskalt geschafft. Was ist das da hinten? Ist das schon das Ziel? Oh, hier leuchtet es wieder. Ei, 5 von 5, yay! Oh nein. Ja, und natürlich ist hier auch noch die Zahl im Weg. Man hätte rüberrennen können. GG! So, okay, lieber VSTCLXN. Wo sind die versprochenen XP, die man bekommt? Wo? Ich sehe hier nichts. Finde ich total scheiße. Ich weiß gar nicht, ob du mich verstehst, ob du Deutscher, ob du der deutschen Sprache mächtig bist oder irgendeine andere Sprache, ist mir aber egal. Ich kann auch so fragen, who's XP? Wo sind die XP, die du versprochen hast, großkotzig im Ladescreen? Es gibt keine XP. Von daher, die Map ist zwar was für Anfänger, die noch nie Jump'n'Run gespielt haben, aber weiterempfehlen tue ich die Map nicht, weil keine XP, so wie es da steht.
wenn man Leute damit anlocken muss und nicht mal XP gibt, tut's mir leid. Solche Creator braucht man nicht. Tut mir leid, so ist es halt. So, dann bedanke ich mich aber auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn ihr noch mehr Maps sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben dafür da, um es mir zu zeigen. Ja, schreibt mir Map-Codes in die Videokommentare, dann werde ich diese spielen und auch aufnehmen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Resttag. Rockstar, Dancer, Killer, drop my love.